Jo, liebe Leute, weiter geht's heute mit unserer Bayreuth-Karriere. Nach dem Unentschieden in Bochum oder gegen Bochum geht's heute weiter mit dem Duell gegen den ersten FC Köln. 15. Spieltag steht heute an. Im Rhein-Energie-Stadion wollen wir wieder 3 Punkte holen. Bochum, das war unnötig. Wir führen 2-0 relativ früh. Und plötzlich steht's 2-2. Und damit werden wir nicht. Da holen wir nur einen Punkt. Ja, gut. Wir waren gewarnt. Sie haben vorher gegen die Bayern noch den Punkt geholt. Wir haben uns wieder ein bisschen in die Dings zurückgebracht. Diese Punkte waren unnötig, die fehlten jetzt. Es sind 31 wären es gewesen. Dann wären wir sogar Zweiter gewesen. Aber wie dem auch sei, wir sind noch Platz 4. Wir spielen trotzdem eine hervorragende Hinrunde. Wir haben jetzt noch 3 Spiele, die wir heute hoffentlich alle noch hinbekommen in dieser Aufnahmesession. Und eventuell noch ein Pokalspiel mit dabei. Dann schaffen wir heute also quasi die Hinrunde. Eventuell vielleicht noch den einen oder anderen Transfer. Mal gucken. Wir müssen ja sowieso gucken, dass wir vielleicht in der Winterpause noch einen Transfer holen. Noch einen Spieler holen. Und dann wird es darauf hinauslaufen. Dann werden wir ab der nächsten Aufnahmesession dann mit der Rückrunde beginnen. Okay, legen wir los ins Mittelduell gegen Köln. Dann kommt Mainz. Und dann ist. Ja, oder gucken wir mal. So, okay, legen wir los. Ins Match. Dann gehen wir rein ins Match. So, gucken wir mal. Ja, Köln hat auch gut aufgerüstet, muss ich sagen. Den einen oder anderen Talent, das eine oder andere Talent geholt. Livakovic haben sie geholt, tatsächlich. Okay, krass. Naja, wir müssen also quasi gucken, dass wir noch unsere Innenverteidigung nochmal verbessern. Wie gesagt, das ist noch alles nicht sattelfest, was da hinten spielt. Und definitiv auch noch ein Stürmer, weil uns einer uns verlässt. Aber gucken wir mal, was wir in der Winterpause noch so verpflichten können. So, währenddessen, der hier lädt, kann ich ganz kurz einen Schluck Wasser trinken. Dann geht's sofort ins Match. Auf geht's. Es ist keine echte Überraschung, auf wen wir in diesem Spiel ganz besonders achten sollten. Als bester Scorer der Liga will er heute wieder auftrumpfen und gleich geht's los. Gleich kann er uns zeigen, wie gut er. Ja, wie gut er spielen kann. In Köln regnet's, liebe Zuschauer. Wir begrüßen Sie zu einem Spiel hier im Rhein-Energie-Stadion, bei dem aber natürlich dennoch ziemlich gute Bedingungen herrschen. Am Mikrofon begrüßen Sie wie immer Wolf Fuß und der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Und heute geht es bei uns um ein Spiel aus der Bundesliga. Ich glaube, das könnte ein echtes Highlight werden, Buschi. Spannende Geschichte, diese beiden im direkten Duell, Wolf. Da freuen wir uns drauf. So, mal gucken. Wie gesagt, was mit dem Duell mit Köln heute so passiert. So, jetzt. Ich glaube sogar das erste Mal tatsächlich, dass ich in FIFA 23 mit dem ein Duell mit Köln habe. Wie gesagt, wir werden gucken, dass wir definitiv noch mit 1, 2, 1 in Verteidigung und einen Stürmer kaufen. Aber vielleicht haben wir noch, hat die Talentspiele noch ein bisschen was. Ja, Livakovic, kroatischer WM-Held. Ja, Emerick Aubameyang, der möchte heute natürlich wieder Anstoß für knipsen. den 1. FC Köln. Mal gucken, was heute passiert. Wie gesagt, Unentschieden gegen Bochum gespielt. Heute wollen wir den FC schlagen. Und das könnte schon Ich die glaube, erste es gelbe könnte Karte Geld nach geben. 2 Minuten geben. Schon Tut früh es auch gibt es Geld für in diesem Katterbach. Spiel. Heißt also, jetzt ist für den Rest der Partie Vorsicht angesagt. Macht die Schiedsrichterin gut, finde ich, greift durch Wird und es will nicht damit einfach die werden, Hände aus dem einfacher Spiel werden. nehmen.
Weil Sterner ist schnell. Nicht, dass der Katterbach heute noch vom Platz fliegt. Haben wir uns im Laufe der Partie gesehen. Weiter mit dem Vorteil. Also wenn er da... sehen, ob sie den nutzen können. Hat der das schon wieder? Ne, es war Rossi. Es war ein anderer Spieler. Es war nicht... Fairer Einsatz und er kommt an den Ball. Es könnte sogar passieren, dass da gleich nochmal eine Karte fällt für Köln. Rossi. Diese er könnte Basis. Hier heute eine Schlüsselrolle einnehmen. Naja, Wolf, hast du auch gesehen. In der Liga hat er immer getroffen. Und das erwarte ich heute auch von ihm. Ah, aber jetzt erstmal Augen auf. Oh, Glück gehabt. Das war Hübers. Das war wichtig, dass der den Fuß da reingekriegt hat. Sonst wäre das hier richtig gefährlich geworden. Für Köln. Gute Situation. Fairer Piri. Hier. Jetzt Aubameyang. Aubameyang. Super, ja, das war ja aber gar nichts. Meiner. Patrick Bamford. Bamford. Ja, das könnte was werden jetzt. Ja, bricht das Ding ab hier. Ab, er muss aufpassen. Weiter die Kölner. Rolf Fischer. Der Rechtsverteidiger. Macht. Zu. Ja, geh, geh, geh. Ja, guter Steilpass hier. Und Schellerup, also. Sie liegen vorne und schauen Sie sich diesen Jubel an. Die Fans liegen sich in den Armen, die Spieler liegen sich in den Armen. So kein Abseits. Sie sich das vorgestellt. Gerne kein Abseits. 1-0, lange Heck. Alles drauf hat und dieses Tempo ist natürlich klasse. Deswegen habe ich ihn geholt. Die Abwehr am Ende, muss man ganz ehrlich sagen, machtlos. So, da hätten wir also das 0-1, jedenfalls. Und es ist nicht unverdient von den Spielanteilen her. Köln haben momentan ein bisschen Probleme. Bayreuth hat immer wieder gute, wichtige, gute Situationen gehabt. Und jetzt machen sie dann irgendwann das 1-0. Ulrich. Ja, schön gemacht. Oh, Hussein Basic ist sehr gut. Aufpasst da. Lässt den Abwehrspieler da nicht drehen und spielt dann diesen Fehlpass hier. Und dann Stellungsfehler, Abwehrspieler und es ist. Der geht an die Latte und zurück ins Feld. Oh, Riesenchance für Bayreuth. Erst der schöne Lupfer von Novoa an die Latte und dann verzieht Aubameyang. Das muss das 2-0 sein eigentlich. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Ah. Da verlieren sie den Ball, da wäre mehr drin gewesen. Trau. Oh. Meiner. Da ist er okay. Da. Guter Zweikampf, er hat den Ball. Ah! Gut gemacht, hat gut dazwischen nochmal gegangen. Und wieder ein Fehlpass, der nächste von Aubameyang. Jetzt weiter jetzt in kurzer Zeit. Patrick Bamford. Ah, Gopiri, der den Fuß da rein hält in diesen Pass. Ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Aber dann, boah, Gala, liebe Leute. So, was machen Sie draus? In der Vorwärtsbewegung ist es richtig wichtig. Könnte der Ausgleich werden. Und Magala. Bleibt hängen, Angriff erstmal zu Ende. Ja, war die Fußspitze noch dran, aber gut gemacht, deswegen erstmal. Kurz ausgeführt. Rossi, ja, der hat übrigens die gelbe Karte noch gesehen, das ist ein Foul. Nur so nebenbei. Ja, der Schuss jetzt. Also zwei Mann vom FC schon vor Gelb. Die Gäste sind beim Ballbesitz hinten, aber das kümmert sie offenbar überhaupt beim nicht. Schon Gelb vorbelastet. Mit Effizienz, mit Einsatz und Ballbesitz ist eben nicht alles. Ne? Und Aubameyang, 2-0. Super Tor, er macht das Ding mit einem Flugkopfball. 0-2. Schauen uns nochmal yes. Sterner. Keiner greift so wirklich an. Der Ball schön Richtung Elfmeterpunkt. Wir sind Richtung 5 Meter Kante. Ganz starke Szene. Und dann ist das 0-2. Eben noch verzogen und jetzt macht das. Tor für die Gäste. 2-0 steht es hier. Sie machen einen guten Eindruck. Der Kapitän mit dem 0-2. Zehntes Saisontor übrigens für ihn mittlerweile. Da ist der Ball weg. Ja, Frau Sponsel, gut aufgepasst. Außer Talent-Tipp. Für die einen, die auf der Suche nach Talente sind, Maiko Sponsel vom FC. Der hat auch gutes Potenzial. Zumindest ist das mal empfohlen worden. Schade.
Und jetzt gibt es Einwurf. Der wird aber jetzt mittlerweile, wie gesagt, schon in der dritten Saison, der wird wahrscheinlich noch ein bisschen, Machen Sie jetzt gut. Livakovic, schon zu teuer werden für uns. Und das Pause. Ist der Pausenpfiff. Nach der ersten Hälfte sind die Gäste in Führung. Sie liegen hier klar vorne zur Pause und ich glaube, wenn Sie in Durchgang 2 wieder so auftreten, dann packen Sie das, holen sich diesen Sieg. Sie wirken sehr stark, überlegen, mental, bockstark, sind immer einen Tick schneller, immer willensstärker. Also ich kann es nicht anders sagen. Das naja, mal gucken. Jetzt müssen wir gucken, dass wir das Ding ein bisschen entweder ausbauen oder mal die Zeit bringen. Nicht wie gegen Bochum, dass wir wieder 2 Punkte liegen lassen. Auf geht's. Halbzeit nur 2 unverändert, natürlich, klar. Warum auch? Sollte man auch irgendwas wechseln. Es läuft ja, es passt ja alles soweit. Zwar natürlich ist bei den Verteidigern wieder nicht sattelfest. Machen Sie gut. Schade. Ball erstmal weg. Susic, der gut aufpasst. Nun Aubameyang. Aubameyang, Läufer abgelaufen. Katterbach, der sollte tun nichts aufpassen, was er da macht. Am Ende geht der Transfer also über die Bühne. Da gab es ja schon länger entsprechende Gerüchte. Gut möglich, dass das seine letzte Karrierestation ist. Michel wechselt. Ich wünsche ihm einen tollen Abschluss. Nach Dänemark, oh, wird sich der. Nee, erste Riesenchance für Köln. Schöner, platzierter Ball, aber vorbei. Nicht platziert genug. Gutes Ding. Schnell darauf. Jetzt mal mit geht. Zu nachlässig. Abschluss. Ja, es war einfach nur abgerutscht. Der war eigentlich schon das Flanke also, gedacht. Der war bislang einen richtig guten Eindruck. Er ist immer wieder enorm gefährlich und hat ja auch schon getroffen. Genau. Der hat sein Tor gemacht. Und hier eben gerade, wie gesagt, die gute Situation gehabt. Boah, der heute noch kein Faktor ist, aber jetzt vielleicht mal. Er geht dazwischen und verhindert die Flanke. Da zieht er ab. Und Fischer. Kann den Ball halten, schön gehechtet. Macht das unheimlich sicher. War nicht ungefährlich, aber erste eine tolle Aktion. Super gute Chance von Fischer. Oh, jetzt werden sie wechseln. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Aus diesem Angriff wird erstmal nichts. Er fängt diesen Ball. Gut abgefasst von Paris. Das nächste Spiel steht an in der Bundesliga für den 1. FC Köln. Dann genau. Geht es auswärts gegen Leipzig. Und da freuen wir uns auf eine hoffentlich hochklassige Begegnung. Stafilides. Ah, zweites Tor heute von oder? Ja, 0-3. Der macht hier, was er will. 67. Da ist wieder der Salto. Yes! Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Erst zieht er an seinem Mann. Guter Ball von Stafilidis. Und dann lassen sie hier Pierre. Und da geht keiner wirklich ran. Kann er machen, kann nicht viel machen. So, und jetzt gehen wir ein bisschen, wechseln wir ein bisschen durch. Wir haben ja wahrscheinlich die Entscheidung. Und, ja. Deswegen Doppelwechsel für unsere das Truppe. Lässt er sich natürlich nicht entgehen. Schön, aber gut gespielt. Egloff, eigentlich kein Faktor heute. Nicht gut, hat nicht wirklich auf die Reihe bekommen, aber sogar nicht schlimm. Und führt trotzdem 3-0. Und deswegen der Doppelwechsel jetzt. Meier und Vanitzek in der Partie. Und es gibt Freistoß für den 1. FC Köln. Wofür gibt es da jetzt Freistoß? Handspiel wahrscheinlich oder was? Ball in den 16er. Da können Sie klären. Ja, vermutlich nur wie. Ah, das sieht gut aus. Das oh, Doppelt war dran, das wird Ecke. Und jetzt erleben wir hier den Wechsel. Ecke in die Mitte. Der Kopfball war richtig gefährlich. Aber ganz, ganz stark. Boah. Geht da mit vollem Einsatz zum Ball. Schön abgeblockt. Schön dazwischen gegangen. Da geht die Fahne hoch. Ecke. Also,
das will ich mir gerne. Oh, Glück für abschauen. Die Bayreuther. Das wäre sonst, ein Tor geworden. Es wäre ein astreines Eigentor geworden sonst. Aber Abseits. Auf außen ist jetzt Platz. So. Flanke geht in den Strafraum. Ah, schade. Sie holen sich den Ball. Da schöner Weiterball, die Juke. Und Oboa muss hinterher hecheln. War kein guter Pass. Ja, jetzt haben wir's. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Gute 10 Minuten noch. Oh, weiter mit dem Ball, tolle Szene. Die Riesenchance. Kein Grund zum Aufatmen. Weiter geht's, weiter. Ja, gut gelöst da. Ja, oh, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Da macht er zu starke Aktion. Die stören früh und da haben sie Erfolg. Köln macht jetzt ein bisschen mehr vom Spiel, hat ein bisschen mehr vom Spiel, aber das bringt ja nichts. Es ist viel zu spät. Man führt 3-0 oder liegt mit 3-0 hinten aus Sicht der Kölner. Was sie? Sie versuchen es. Der geht genau auf den Torhüter. Und es wird abgepfiffen jetzt. Und jawohl, mit diesem 3-0 halten sie auswärtig. Der Sieg steht damit also fest. Ja, wieder mal sind sie nicht aufzuhalten. Sie machen ihre Tore, endlich, wie wir das von ihnen kennen. Stoppen wir wieder eine Aufnahme zwischen dem Sieg. Sturm deutlich zu erkennen. Tore, Treffer ohne Ende. Und dann kommt so ein Sieg dabei raus. So. Ja, ja gut, wir haben 3-0 gewonnen gegen Köln. Kann man so machen, ist okay. Der Lupfer jetzt. Der geht an die Latte und zurück ins Feld. Ja, Novoa heute kaum Faktor, aber er hat halt keine Chancen gehabt. Köln waren sogar mehr Chancen gehabt vom Spiel. Aber wir haben früh gewonnen, trotzdem mit 3-0. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Hauptsache gewonnen. Alles andere ist erstmal also unwichtig. Gut, jetzt machen wir einen kleinen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's zu Hause gegen Mainz 05.